Mein Name ist Stefanie Herrmann, ich arbeite im Asklepios Westklinikum im Stadtteil Rissen. Im Hause bin ich seit etwas mehr als 20 Jahren, in der Position als Stationsleitung bin ich seit knapp 8 Jahren. Ich arbeite im Schwerpunkt für junge Erwachsene mit und ohne Essstörung. Das heißt, wir behandeln auch Menschen mit allgemein psychosomatischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen. Ja, die Station verfügt über 26 Behandlungsplätze, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und wir betreuen die Patienten in allen Belangen des täglichen Alltags und betreuen aber auch Patienten auf unserer angeschlossenen Tagesklinik mit. Es ist ein sehr persönlicher Kontakt, eine sehr persönliche Einrichtung, wo wir Menschen betreuen, die in die Krise gekommen sind, aus unterschiedlichen Gründen. Es ist einfach ein tolles Team, ein sehr nettes Team, einem tollen Umfeld. Das heißt, geh einfach gerne her. Die Aufgabe der Pflege ist, rund um die Uhr da zu sein, eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, damit die Patienten für ihre Therapie sich hier auch gesehen fühlen, auch geerdet fühlen und einfach in einer angenehmen Atmosphäre sich trauen zu öffnen, um in der Therapie voranzuschreiten und auch hier erfolgreich ihre Therapie abschließen zu können. Also Therapieinhalte für die Patienten hier auf der Station sind Kunsttherapie, Bewegungstherapie, aber auch Gesprächstherapien sowie psychointeraktionelle Gruppentherapien und natürlich auch komplementierendes Angebot von Sport, so dass der Patient einfach viele Angebote hat, wo er sich öffnen kann, um dann am Ende des Tages doch wieder gestärkt in seinen Alltag gehen zu können. Also ich arbeite gerne hier, weil es einfach einen sehr persönlichen Kontakt gibt untereinander vom Personal, aber auch einen sehr distanzbewahrenden Kontakt aber auch zu den Patienten, der einem persönlich etwas zurückgibt und die Arbeit etwas so attraktiv macht, dass man den Patienten einfach in seinem Werdegang ganz sehen kann und auch mit ihm in die neue Kraft sozusagen geht, die ihm das dann auch wiederum gibt.